Hi Leute, Sam hier. Willkommen zu einer neuen Folge Sam in the Box. Ich habe die PlayStation 5 heute am Start. Warum? Ganz einfach. Die PlayStation 5 hat super wenig Speicher. Wir haben nämlich vom Werk aus nur 650 GB. Da könnt ihr kaum Spiele drauf installieren, müsst die ständig deinstallieren. Darauf haben wir keine Lust. Und das hat sich Sony auch gedacht. Und die haben sich endlich gedacht, wir machen eine neue Firmware, wo ihr die SSD einbauen könnt. Und genau das zeige ich euch, wie man eine SSD in die PlayStation 5 einbaut, damit ihr mehr Spiele installieren könnt. Und was ihr dafür SSDs braucht, das seht ihr alles in diesem Video. Viel Spaß! Ihr könnt natürlich keine beliebige NVMe-SSD nehmen. Ein paar Voraussetzungen müssen natürlich erfüllt sein. Sony sagt, ihr braucht einen Gen 4 M2 NVMe-SSD, mindestens 250 GB, maximal 4 TB. Ganz wichtig ist die Lesegeschwindigkeit. Ihr braucht hier eine Lesegeschwindigkeit von mindestens 5500 MB die Sekunde und eine insgesamte Höhe von 11,25 mm. Damit eure SSD schön kühl bleibt, könnt ihr euch wie ich einen Kühlkörper kaufen. Ich habe hier von Icybox einen M2-Kühler. Es passt gerade eben so rein und es ist deutlich günstiger, als wenn ihr eure SSD direkt mit eingebauter Kühlung holt. Da spart ihr wirklich ordentlich Geld. Das Ding kostet ein paar Euros. Spart euch also das Geld und die Montage ist kinderleicht und selbsterklärend. Die Abdeckung solltet ihr am Ende auf jeden Fall zumachen, denn diese Abdeckung von der PlayStation sorgt für einen Windkanal und damit bleibt die SSD nochmal kühler. Habt ihr alles fertig montiert, könnt ihr eure PlayStation wieder zumachen und an den Fernseher anschließen. Die SSD wird automatisch erkannt. Ihr müsst lediglich das machen, was auf dem Bildschirm steht. Und zwar die SSD neu formatieren für die PlayStation 5. Und in ein paar Sekunden ist die PlayStation 5 wieder startklar. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ein paar Spiele auf die neue SSD rüberschieben. Auf jeden Fall habt ihr jetzt deutlich mehr Platz. Und ihr müsst nicht ständig Spiele löschen. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die SSD-Platte ist eingebaut. Wenn ihr noch andere Fragen zu PlayStation 5 habt, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da und wir sehen uns demnächst. Tschüsschen.